So eine ganz gute Übung ist es, mit den A-Line mal den Schirm so einen Meter einfach über dem Boden zu halten. Wenn der Wind nicht zu stark ist, dann kann man das eigentlich ganz gut machen. Das ist dann eine ganz gute Übung für den späteren Berglauf mal, wenn man hier mal so einen Übungshang dann hochlaufen will. Am besten ist es dann eigentlich, dass man immer nur die A-Line in der Hand hat und dann praktisch hinten in die Bremsen reingreift. Das hat dann den Vorteil, dass man den Schirm einfach über die A-Line ziemlich gut korrigieren kann. Das heißt, wenn eine Seite hängt, die ein bisschen verkürzen. Und wenn eine Seite zu sehr hoch schießt, dann einfach ein bisschen nachlassen. Später dann, wenn man dann berghochläuft, dann kann man das ganz gut mit den Bremsen, nur mit den Leinen hinten steuern, dass man die Griffe gar nicht in die Hand nimmt. Und so ist eine ganz gute Übung, wenn man eigentlich immer nur ein bisschen hier mal mit den A-Leinen spielt. Und den Schirm so einen Meter über dem Boden hält. Dadurch dann auch immer ein bisschen mit dem Körper den Wind ausgleichen, dass man immer genau in der Linie oder in der Flucht vom Wind, du und dein Schirm steht. Also nicht rausgehen aus dem Wind, sondern immer ganz genau dazwischen steht. Und dann eigentlich immer versucht, nur mit den A-Line den Schirm zu korrigieren. Natürlich, wenn es ein bisschen böig ist, dann versucht er immer hochzusteigen. Und dann immer nur versuchen, das mit den A-Line schon so einen Meter am Boden zu halten. Gar nicht großartig hochsteigen lassen. Das ist eigentlich auch eine gute Sache, wenn man jetzt nur seine Leinen sortieren will. Dann reicht es, den Schirm eigentlich ein bisschen anzulupfen. Da braucht man den gar nicht so weit hochzuziehen, sondern wirklich nur leicht anlupfen und dann wieder hinlegen. Und wenn man den dann auch hochziehen will, zieht man den hoch und greift dann hinten in die Leinen rein. Wenn man dann jetzt nur spielen will, kann man das eigentlich auch ganz gut damit machen. Wenn man jetzt nur spielen will, kann man hier eigentlich auch einfach so ein bisschen in die Leinen reingreifen. Kann man den auch schön wieder runterholen. Und dann hier einfach versuchen, nur mit den A-Leinen schon so ein bisschen über dem Boden zu halten. Immer wieder ein bisschen korrigieren mit dem Körper. Das Wind, der Schirm und du in einer geraden Linie sind. Kann man den eigentlich auch immer ganz gut halten. Wenn eine Seite hängt, ein bisschen die A-Line verkürzen, dass der halt hochsteigt. Und ich mache es eigentlich immer so, wenn ich den Schirm dann auch hochziehen will, dann nicht nach oben ziehen, sondern eher den Schirm so nach unten wegziehen, dann steigt er eigentlich fast von selber hoch. Da braucht man gar nicht mehr viel zu machen. Wirklich den Schirm nach unten wegziehen, dann steigt er schön hoch und ist kein Problem. Jetzt nochmal, also nach unten wegziehen und der Schirm steigt. Da braucht man auch gar nicht bei relativ viel Wind, wie wir jetzt hier haben, braucht man da gar nicht viel zu machen. Dann den Schirm ein bisschen über Grund halten und dann kurz nach unten ziehen. Und dann steigt er eigentlich von selber hoch. Natürlich ganz guter Wind jetzt gerade. Da hinten wird es dann doch ziemlich dunkel. Schön wieder runter. Hier wieder schauen, dass man wirklich nur die A's in der Hand hat. Darüber kann man den Schirm dann ganz gut steuern. Das ist dann halt eine ganz gute Vorübung,
für rechts-links laufen. Wenn der Schirm einfach mal dann hochzieht. Dann hinten in die Bremsen reingreift. Eine Seite anstellen, andere ein bisschen gegenbremsen, eine Seite tiefer und dann rechts-links laufen. Wenn er hier wieder abkippt, einfach wieder hochziehen, anbremsen, andere Seite genauso, leicht abkippen lassen, andere Seite gegenbremsen und rechts-links laufen. Das kann man dann auch schön im rechts-links machen. Zwischendrin wieder ein bisschen hochziehen. Dann das alte Spiel, wieder den Schirm unten halten. Meter über dem Boden. Einfach ein bisschen mit der A-Line spielen. Ein bisschen halten hier einfach. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Übung. Man kann seinen Schirm damit gut sortieren, seine Leinen gut sortieren. Natürlich, wenn ziemlich starker Wind ist, auch ruhig mal gegenhalten. Dann lernt man mal die ganze Kraft von dem Schirm kennen, dass es einen dann nicht durch die Gegend bollert.